Ach, hallo! Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Scheiße. Ich habe jetzt schon ganze 2 Wochen fast kein neues Video mehr gedreht. Aber was könnte ich machen? Was mache ich? Ich meine, ich müsste ein Faktenvideo abdrehen. Aber um was soll es in dem Faktenvideo gehen? Was? Um was? Aber da hilft nur eins. YouTube-Trends. Dann schauen wir mal, was ist denn heute so in den Trends? Verdammt, da ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, das passt in meinen Kanal, aber... Hey Junge, wie sieht's aus? Wolltest du nicht heute ein Video machen oder was ist jetzt hier los? Ich bin ja schon dabei, ein Video zu machen. Kannst du mich jetzt weiter überlegen lassen? Ich weiß nicht, was ich... Was für ein Video mache ich? Wobei, jetzt habe ich's. Ich mache was ganz was Neues, was es auf YouTube noch nie gegeben hat. Und zwar ein Video, wo ich mir alte Videos von mir anschaue und dazu reagiere. Spaß beiseite, Leute. Und zwar ist es so, ich habe gestern ein bisschen in meinen alten YouTube-Videos gestöbert und bin dabei auf ein paar Videos gestoßen. Da habe ich so überlegt, ja, Reaction-Video wäre cool irgendwie zu einem alten Video. Und ja, das mache ich jetzt heute. Ja, dann schauen wir mal rein. Oh, Alter, ich war so schlecht, alleine schon die Tonqualität. Ich habe mich jetzt dazu entschlossen, doch wieder Let's Plays zu machen. Musik überhaupt nicht zu laut, ne? Du laberst jetzt seit 5 Minuten über die komplett gleiche Scheiße, ne? Ich wieder Let's Plays, allerdings möchte ich nicht mehr in einer so miserablen Qualität produzieren. Miserable Qualität? Stopp! Alter, schaut euch die Facecam an. Was ist da eine gute Qualität, bitte? Was ist da eine gute Qualität? Okay, schauen wir weiter. Wir schauen jetzt mal weiter, ne? Und wieso stehst du jetzt rum? Mann, das war bei der Pocket Edition einfacher. Du weißt nicht mal, wo du welchen Knopf du drücken musst. Das ist der rechte. Schau, das ist der Knopf. Da musst du drücken. Ah, jetzt, ja, genau, das war's. Nirgends anders. Sehr schön. Dann können wir. Ja, und jetzt bekommst du das Rezept nicht hin, oder was? Katastrophe, Leute, Gott sei Dank habe ich aufgehört, Minecraft zu spielen. Ey, es war so schlecht, ich glaube, es gibt niemanden, der schlechter ist. Da muss ich echt mal drauf achten, ey, das geht gar nicht. Katastrophe. Spitzhacke, ohne dass ich gene. Ja, wenigstens sagst du jetzt Spitzhacke, ne? Verwend doch permanent deutsche Ausdrücke. Permanent, denn... Englisch, das kannst du einfach nicht. Genau. Das geht nicht. Mega nice Sache. Ach, Leute. Nicht beschweren. Gott sei Dank habe ich das offline gestellt. Ich kann mir den Scheiß jetzt nicht mehr reinziehen, ne? Deshalb würde ich sagen, schauen wir uns auch noch meinen ersten Vlog an. Okay, die Tonqualität ist jetzt nicht gut, aber zu dem Zeitpunkt hatte ich ja auch noch kein Mikro, das muss ich jetzt sagen. Kontraste, schaut euch die Kontraste an, Mann, Digga. Das ist von der Farbe her mega übersättigt, aber sowas von übersättigt. Bist du verrückt, ey. Ey, aber ich muss ehrlich sagen, Leute, so schlecht finde ich es bis jetzt gar nicht. Also Vlogs haben mir anscheinend immer schon ein bisschen gelegen. Sind schon geile Bilder, aber da war ich noch dick, da war ich noch richtig dick. Da hatte ich sicher noch so 20 Kilo mehr. Aber die Bilder sind nice, wenn sie nicht so übersättigt wären. Ich glaube, den Vlog müsste man fast nochmal machen. Mit ordentlicher Qualität. Ich habe auch damals noch mit iMovie geschnitten, ja. Krass. Ich hatte noch nicht so richtig den
Überblick von den ganzen. Ach, Digga, war ich da fett! Seht euch das an? Durch dieses Krass. Ding muss man den Weg nicht gehen. Man macht es nämlich ganz einfach. Man stellt sich. Aber man sieht, dass es mir Spaß gemacht hat. Das sieht man auf alle Fälle. Und es ist auch, ich muss auch sagen, dieser Fallout ist eine sehr positive Erinnerung. Den schaue ich mir regelmäßig an. Also den mag ich wirklich gerne. Auch wenn er jetzt nicht mehr von der Qualität top ist und so weiter, ich mag den trotzdem mega, mega gerne. Geil. Ja, die Kontraste sind einfach hart, aber... Ich weiß nicht, damals fand ich das richtig cool, irgendwie die Farbe und das Ganze. Wir haben es geschafft, wir sind wieder im Tal, jetzt geht es ab in die Innenstadt. Mann. Krasse Scheiße. Also, ich muss ehrlich sagen, so schlecht finde ich das Ganze jetzt gar nicht. Außer die Kontraste halt. Und von den Schwenks, ich meine, da können wir durchaus noch viel mehr Schwenks machen. Ja, da war auf Automatik das Longboard. Das fand ich natürlich zu dem Zeitpunkt mega cool mit dem Longboard, ne? Ich kann mir nicht helfen, also ich weiß nicht, was ihr dazu meint, schreibt es mir unten in die Kommentare. So schlecht ist dieser Vlog gar nicht, oder? Außer, dass es halt so ein richtiger Anfänger-Vlog war, von den Bewegungen, Kameraführung und so, aber sonst... Diese Stelle kennt ihr bestimmt aus meinem letzten Vlog zurück in Kitzbühel. Und ja. Krass. Ja Leute, das war es für das heutige Vlog-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn nicht, ist es mir auch egal. Wenn nicht, ist es mir auch egal. Genau. Geile Scheiße. Nicht, ist es mir auch egal. Okay, ja gut, so denke ich heute ehrlich gesagt auch noch. Ich mache YouTube auf Spaß. Natürlich ist es geil, wenn euch meine Videos gefallen. Wenn euch alles, was ich mache, gefällt. Aber... ja, das war mal ein kurzer Einblick in meine Vergangenheit. Wenn es euch gefallen hat, wie eben gesagt, lasst einen Daumen nach oben hier, abonniert mich da oben. Bis dahin verabschiede ich mich. Ciao.